Taken out. Box. Ja, 8 Runden können verdammt lang sein. Goran Gokic hat Fritz Zudek eben gefragt, wie lange geht's denn noch? Also 2x3 Minuten muss er da schon noch seinen Mann stehen gegen diesen Sisalif, der allerdings auch mit seinen Kräften langsam zu kämpfen hat. Ja, Gokic hat jetzt immer eine Faust mehr am Ziel. Da schon seit 2-3 Runden. Aber ein Koloss wie Salif, den muss man erstmal weghauen. Einfach zu beweglich für den schweren Amerikaner. Wieder 2-3 Mal schön durchgekommen, auch wieder rechten jetzt. Weniger aus seiner Wirklichkeit, aus einer besseren Kondition. Die Stimmung in der Halle geht auch so langsam dem Nullpunkt zu. Aber die letzte Runde steht bevor. Und letzte Runde zwischen Sise Salif und Goran Gogic. Beide sind mit Sicherheit froh, der Kampf zu Ende. Schöne Rechte jetzt hier zum Kopf von Salif und die Zuschauer werden ihn auch. Großes haben sie nicht gezeigt. Gogic, der bessere Mann, der bewegliche Mann, der schnellere Mann, der allerdings seine Überlegenheit hier durchaus hat viel zu wenig ausnutzt. Salif vor allen Dingen in den ersten 3 Runden brandgefährlich, als er noch Kraft hatte, als er seine Mörderhämmer da abfeuerte. Aber auch er ist mittlerweile ruhiger geworden. Ah,
gute Treffer jetzt. Gogic ganz klar hier auf der Siegerstraße. Eigentlich muss er nur noch wegrennen. Salif macht nicht gerade den Eindruck, als ob er da noch den Ehrgeiz hat, den guten Gogic irgendwie zu stellen. Auf den Schlagabtausch will ich mich da nicht mehr einlassen. Salif auch nicht mit dem absoluten Siegeswillen, holt nicht mehr alles aus sich heraus. 8 Runden sind er doch verdammt lang für ihn. Ja, solche Aktionen, die müsste Kukic mal ausnutzen. Da säbelt er jetzt schöne Rechte wieder und linke zum Kopf von Salif. Und dann geht er einfach weg, anstatt da einen Schritt nach vorne zu gehen, Aufwärtshaken mal zu setzen. Ja, macht er ganz gut. Dreht sich da im Kreis, rennt immer weg. Ihm kann eigentlich nichts mehr passieren, es sei denn, er trifft doch mal. Im Gegenteil, Gogic jetzt noch mal links, rechts. Wunderbar gemacht. Die letzten Runden alle ganz klar an ihn. Und dann kommen die letzten 10 Sekunden in diesem Schwergewichtskampf. Nochmal schönes Ende hier von Goran Gogic. Aber der steckt natürlich alles weg. Salif, ist der Kampf vorbei. Mit Sicherheit einer der wertvollsten Siege für Goran Gogic. Hat er gut gemacht. Hat den Gegner ausgeboxt. Und Salif ist mit Sicherheit kein schlechter Mann. Den muss man erstmal beherrschen. Und das hat Goran Gogic zu Werke gebracht. Und hat heute auch mal gezeigt, dass er nicht nur im Training ein guter ist, sondern im Ring auch das zeigen kann. Fritz Dunek jedenfalls ist sehr zufrieden mit der Leistung seines Schützlings gewesen. Hier noch einmal schön die Rechte, zack, die Linke, nochmal die Rechte. So nicht die volle Wucht dahinter, um einen Sisalif da von den Beinen zu holen, aber es langt, um die Runde für sich zu entscheiden. Ich denke, das Urteil müsste eigentlich ganz klar sein. 3:0 für Goran Gogic, Heinrich Mümmert, Arno Pokrant, Frank Michael Maas sind jetzt das Maß aller Dinge. Dauert immer ein bisschen, bis das Urteil bekannt gegeben wird. Schaut doch eher gelangweilt. Er weiß wohl, wie der Kampf ausgegangen ist. Und ich denke, man kann ja ganz sicher sein, wer der Sieger ist. Goran Gogic zeigt es. Es gibt ein Urteil. Er kann nur er als Sieger den Ring verlassen hier. Goran Gogic. Jawohl, Goran Gogic. Ganz großer Sieg für ihn.